Hi, ich bin Fabian von Session. Ich werde euch heute die Fender Paramount Standard und Deluxe Serie zeigen. Ja, ich habe hier die Fender Paramount Standard in der Hand und würde euch gerne mal erklären, was sie für Hölzer hat, weil die ist ein bisschen unterschiedlich zur Deluxe-Serie, aber die machen wir danach. Und zwar fangen wir mal hier vorne an der Decke an, haben wir hier eine ganz normale Fichtendecke drauf. Hier der Steg ist aus Palisander in dem Fall, so wie das Griffbrett auch. Hier sieht man auch, hier sind auch Einlagen an der Seite vom Griffbrett nach oben. Es gehört doppelte Einlagen, sieht sehr schön aus. Hier oben haben wir dann die Einlage für die Kopfplatte mit einem Palisanderfurnier hinterlegt. Und hier oben das, den Fender-Schriftzug. Jetzt gehen wir gerade schon mal auf das Bedienfeld, weil das kommt als nächstes von dem Pickup-System ein. Und zwar sehen wir hier ein, ja, ich sag mal, sehr untypisches Bedienfeld. Viele haben es wahrscheinlich so noch nicht gesehen. Das ist eine Zusammenarbeit mit Fishman entstanden, speziell für diese Serie. Und wir haben hier drei Knöpfe, das ist einmal Bass, Volume und die Höhen. Und ich zeige euch mal, wie man das einschaltet, weil das war nämlich am Anfang ein großes Geheimnis gewesen. Aber wir sehen hier diese Stimmgabel an der Seite. Und wenn man die lange gedrückt hält, dann kommt das Stimmgerät. Ist auch sehr schnell, wenn ich meine Seite anschlage, sieht man sofort, dass es reagiert. Sehr schön auch mit der Anzeige, dass es sehr genau ist. Dann würde ich euch noch erklären, was das hier ist. Das ist die Phasendrehung, falls ihr irgendwelche Feedbacks bekommt auf der Bühne oder ja, das anfängt zu wummern, dann drückt ihr einfach da drauf und dann ist das Ganze weg. Ja, die Zargen und Boden sind aus massivem Mahagoni. Es handelt sich hierbei um eine komplett massive Gitarre. Hier haben wir in der Mitte nochmal ein schönes Binding, auch in diesem so einem Schachbrettmuster. Ah, das würde ich gerade nochmal vorne zeigen an der Decke. Hier hat man das nämlich auch nochmal. An der Seite entlang schön Vintage für Fender, ne? Also so typisch Fender Binding. Dann gehen wir wieder zurück und haben hier den Hals. Der ist nur hier am Fuß angeleimt. Der Rest ist alles durchgehend aus Mahagoni. Und hier oben haben wir dann die offenen Mechaniken. Passt auch sehr schön zum Stil der Gitarre. Alles schön Vintage gehalten. Und was wir vielleicht schon am Anfang bei der Aufnahme gehört haben, die Gitarre durch das Mahagoni klingt schön trocken. Die hat schöne Mitten drin vom Sound. Und ja, super Strumming, Begleit- und Singgitarre. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis ein schönes Instrument, sauber verarbeitet auf jeden Fall. So, dann zeige ich euch gerade das Pickup-System, was eingebaut ist anhand der Deluxe-Serie. Und danach gehen wir nochmal auf die Deluxe ein.
Was ich vorhin beim Einstellen von dem EQ festgestellt habe, ist, dass er sehr gut reagiert. Also wirklich, wenn man bei Höhen oder bei Bässen dreht, dann passiert wirklich was und es verändert sich im Sound. Ja, jetzt halte ich hier schon die Deluxe-Serie in der Hand und dann gehen wir mal drüber. Wir sehen hier ein schönes Sunburst, gibt es aber auch in Natur. Wer Sunburst jetzt nicht unbedingt mag, wir haben jetzt hier als Steg ein Ebenholz, sowie als Griffbrett auch. Hier mit diesen schönen Inlays, ne? Zählt halt als Deluxe-Serie im Gegenzug zu Standard, da haben wir ganz normale Dots drin gehabt. Hier oben ist dann die Kopfplatte auch mit einem Furnier aus Ebenholz und hier oben der Schriftzug kommt sehr, sehr Deluxe rüber. Hier haben wir aber auch wieder das Binding an der Seite vom Korpus, genau wie bei der Standard. Ah ja, und die Decke ist natürlich aus Fichte, so wie bei der Standard auch. Jetzt kommen wir zu dem Highlight bei dem Instrument. Wir haben hier nämlich massives Palisander. Sieht man schön in der Färbung und an der Maserung. Hier ist auch wieder das Binding. Hier doppeltes Binding hinten dran. Und der Hals, genau wie bei der Standard auch, durchgehend Mahagoni, nur hier am Fuß angeleimt. Hier oben die Mechaniken auch wieder offen gehalten. Nur als Unterschied hier mit den schwarzen Stimmen. Wirbeln. Ja, wir hören uns das Ganze nochmal an, wie das klingt. Palisander hat ja die Eigenschaft, dass es mehr brillant klingt, auch ein bisschen Wärme mit drin, aber brillanter und höhenreicher. Ich wechsle ein bisschen ab zwischen Picking und Strumming, dass man dann die Unterschiede auch hören kann. Wir wechseln jetzt noch einmal kurz zur Standard rüber und ich werde das gleiche nochmal spielen, damit man einfach mal den Unterschied hört. Ja, und als wäre es schon genug Highlight, dass die Gitarren komplett massiv sind zu dem Preis, gibt es zu beiden Gitarren auch jeweils einen Koffer von Fender dazu. Wir haben die bei uns im Laden stehen, ihr könnt sie jederzeit anspielen und ausprobieren, uns Fragen dazu stellen, gerne auch mal einen Verstärker anschließen, ein bisschen ausprobieren. Ja, wir freuen uns auf euch.